Die katholische Kirche agiert weltweit. Der neue Papst sollte also reisefreudig sein. Und in Zukunft könnte Afrika nicht nur ein Reiseziel des Papstes sein, sondern auch seine Heimat. Beim Stichwort Afrika denken viele an lebendige Gemeinden, frischer Wind für die katholische Kirche. Doch ist es das, wofür die Kandidaten aus Afrika wirklich stehen? Gehandelt werden zum Beispiel Peter Turkson aus Ghana oder John Onayekan aus Nigeria. Sie alle gelten als prinzipienfest, zum Beispiel beim Thema Sexualmoral. Die Bibel sagt uns, dass Homosexualität eine Sünde ist. Und ihr sagt uns, das ist es nicht mehr. Wir werden euch da nicht folgen. Die Kirche ist ganz klar, was Homosexualität betrifft und auch was Frauen und Priestertum betrifft. Das ist keine gesellschaftliche, sondern eine theologische Frage. Ein Afrikaner auf dem Stuhl Petri. Ein Signal. Aber wofür?